Ein erneutes herzliches Willkommen hier im Konrad-Adenauer-Haus. Wir haben heute am vierten Sondierungstag weiter sehr sorgfältig, konzentriert gearbeitet in unterschiedlichen Fachgruppen. Manche haben ihre Diskussionen abgeschlossen, manche führen sie fort. Und es ist so, dass wir ja jetzt auf der Zielgeraden angekommen sind, weil ja morgen der Zieleinlauf geplant ist. Und deswegen ist jetzt jenseits der Diskussionen in den Fachgruppen natürlich auch die Aufgabe zu bewältigen, die unterschiedlichen Ergebnisse zusammenzubringen, auch mit Blick auf die Finanzierbarkeit der unterschiedlichen Anliegen. Denn letztlich wollen alle hier sondierenden Parteien auch an einer soliden Haushaltspolitik festhalten. Und wie kann es anders sein auf der Zielgeraden? Es geht natürlich jetzt auch um unterschiedliche Punkte, um unterschiedliche Herzensanliegen, für die die verschiedenen Parteien im Zweifel ja auch gewählt wurden. Und deswegen haben heute und werden morgen sicherlich auch noch weiterhin harte Verhandlungen stattfinden. Denn jede Partei hat ja auch ihr Interesse, das umzusetzen in den Sondierungen, was letztlich Teil des politischen Programms war. Und deswegen werden wir morgen im Willy-Brandt-Haus bei den abschließenden Beratungen weiterhin manche dicke Brocken aus dem Weg räumen müssen. Aber in letzter Konsequenz bin ich zuversichtlich, dass wir das schaffen können. Wir haben alle Verantwortung für unsere Parteien, für unser Wahlprogramm. Aber wir haben auch alle Verantwortung für dieses Land, für die Gestaltung der Politik in diesem Land, die dazu führen soll, dass Deutschland auch eine gute Zukunft hat. Das ist unser gemeinsames Ziel. Und der Weg dahin ist nach wie vor umstritten, aber das ist ja auch nicht unüblich in Sondierungen. Deswegen werden wir weiter hart verhandeln, auch morgen noch. Aber ich bin optimistisch, dass wir zu Lösungen kommen können.